schon wieder ein Vlog. Weiß nicht, ob die kurz nacheinander rauskommen, aber schon wieder gedreht. Diese Woche, seit letzter Woche, jeden Tag ein Vlog gedreht. Ja, ein neuer Vlog. Morgen geht's zur Doku nach Düsseldorf mit Xtreme. Schon gespannt. So Animes, Cosplay. Ich weiß gar nicht, was mir da richtig erwartet. Öffnet auch erst um 13 Uhr. Bleiben bis 18 Uhr oder so da. Freue mich. Mal schauen, was wird. Was wird? Wir sehen uns. Wo sitzt jetzt der Zug mit Xtreme? Das geht. Ja, ich bin schon gespannt. Erstmal chill ich jetzt hier am Durchgang sitzen. Ja. Ja, Xtreme, der liest ein bisschen. Ja, dieser Zug ist so voll über Leute. Ich hoffe, es sind viele auch mit Cosplay und so. Also richtig voll hier. Jetzt mit der S-Bahn hier zum Merkur-Spielarena gefahren. Hier schon ein paar Menschen. Gleich geht's rein. Ciao, ciao. Auch viel im Cosplay und sowas sieht man hier ja schon. Everybody in the world blind. Please, Lord, give me a sign. Hier die Schlange natürlich. Ich find's zu warm, ey. Ich hätte mir eine kurze Hose anziehen sollen. Die Schlange geht aber 1000 Meter lang. Jetzt auf der Rolle hier rein, Messe Düsseldorf. Der die juckt aber gar nicht, was man mit hat. Der sagt aber nur so durchgehen, durchgehen. Gleich richtig vorzeigen. Da die ganzen Menschen. Sind drin angelangt. Erster Eindruck, viele Cosplays und sehr voll. Wie findest du es bis jetzt? Viele Cosplays. Ah, okay, super. Halle 1 bis 7 und 17. Ja, keine Ahnung, wo was das ist. Schon einfach mal. Ich bin mal gespannt, wie lange der Vlog geht. Keine Ahnung. Wie in der Schule. Keine Ahnung, wo wir hinwollen. Wir haben uns vorher irgendwie nicht informiert. Das war, glaube ich, eine schlechte Idee. Verlaufen. Aber wenn man sagt, jetzt sind wir draußen. Lasst mal dazu im Schild. Digga, ist das hier riesig. Das fünf war noch gar nicht offen, weil die Hallen öffnen erst um 13 Uhr. Fritz Cola 3 Euro, Wasser 3,50 macht gar keinen Sinn. Gaming Area, hier ist noch, steht aber ein Auto. Der Playmobil. Naruto Playmobil, what the fuck. So einfach Reizüberflutung. Wir haben jetzt bei der Öffnung sind hier reingegangen und wie viele Menschen hier aber schon wird, überall Menschen. Inklusive Xtreme-Lösch. Ich ja so Mario Kart, ich hab grad gewonnen, ich war Dritter. Ja. Der hier, gerade Mario Kart, hier kann man irgendwas gewinnen. Digga, Mario Kart war richtig gut. Ich war Erster bei der zweiten Runde, was sagst du dazu? Ich war Erster bei der ersten Runde. Ja, ich war Dritter, aber egal. Welche Spiel müssen wir spielen? Talos of the Reis, das ist hier. Oder Odyssey. One Piece Odyssey, einfach hier PS5 Welt. Aber der hier geht nicht. Auch geil, das funktioniert nicht. Das auch nicht. Es funktionieren nur zwei. Wir machen einfach irgendwas. Lange geht schön chillig. Hier jetzt einfach Autos. Das ist so ein High. Ich hab hier Dokumi, so ein Heft, hab hier so Karten für Zelda. Zelda echt bodenlos, meiner Meinung nach. Extrem geschätzt, die mich nicht. Ich verschrecke ihn mal. Hallo, kennen wir uns? Ey, die Preise ganz schön habt hier 7 Euro für Churros, also in der neuen Halle, Halle 4, Fashion Area. Hier ist einfach 18 Plus Area, chillig. Hier gibt's so Synchro-Sprecher, muss einfach Geld zahlen, um ein Foto mit denen zu machen. Schon krass. Dokumi Auto, chillig. Das Poster. Wir haben gerade so Glücksrad gemacht, ich hab 40% gewonnen und Xtreme hat einen Sticker bekommen. Kennen hier hat den Spann, da kann man so Fotos machen, ein paar eingeblendet. Man hat hier Twitch mit dir geredet, einfach let's go, aber erst im Morgen. Na, scheiße, und Malune. Der einfach Vibe, einfach Vibe. Jetzt nächste Halle, überall Shops. Hier kann man einfach so Boba pennen wie bei Bubble Tea kaufen. Wir haben hier ganz viele Süßigkeiten, krass. Hier gibt es diese scharfen Dinger und den TikTok-Challenge. Überleg immer noch, ob ich mir was bei dem Stand hole. Ja, was ist das für eine Fanta? Was für eine Cola? Naruto-Eis. Ich hole mir jetzt eine von den Poké-Dingern, auch wenn die überteuert sind für 4 Euro. Aber hole ich mir. Ich habe mir jetzt diese Poké-Dinger für 4 Euro gekauft. Komplett überteuert. Deutschland 2 Euro oder so. Wie teuer ist mir gerade? Weiß das? 2 Euro? 1 Euro? Genau, aber probiere ich gleich mal. Ciao, ciao. So, ich probiere jetzt diese Poki Peach. Also 4 Euro ist schon teuer, aber bin mal gespannt. So ähnlich wie Ricardo. Hier ist das Design. Mach mal auf. Ich nehme erstmal nur einen raus. So sieht's aus. Darf ich die überhaupt? Habe ich mir geguckt. Ja. Irgendwie so nach Eistee. Irgendwie weird, aber irgendwie auch gut. Ja, ganz gut. Ich bin mir, ich probiere jetzt auch nochmal. Ich würde eine 8 geben, Vibe hier. Chillen hier bis Ende der Sonne draußen. Vielleicht geht's weiter. Es geht weiter ab in die Gaming Area. Here we go. Richtig coole Cosplays hier teilweise. Gaming Area, hier ist Twitch. Nee, zocken hier. Mal gucken. Gaming Area, ich habe mir jetzt so ein gratis Gamers Only Shaker zuschicken lassen. Hier wird TikTok gedreht. Hier so E-Sport Cologne, ein paar Free Dings hier gekommen. Ja, hier gibt's ein Auto, da spielen irgendwelche Fußball. Oh Gott, let's go, ist das, sorry, der ist aber auch hier, der kommt gleich. Der hat verpennt, aber der ist auch, ich werde gleich so ein Foto machen. Hier Poké 2 Euro einfach verarscht. Ninja Warrior Paco, Crate. Ich habe hier so einen Genshin Impact Fächer und so ein JPEG Hut mit so Eis. Ich zeig euch jetzt mal den Hut aufgesetzt. Sieht richtig wild aus, richtig wild. Neuer Look von Xtreme. Richtig wild. Ja, mein Hut hier nochmal. Richtig cool hier. Akku hält bisher auch noch. 38%. Lass mal weiter. Das hier ist die Halle. Das ist nur eine Halle von irgendwie 5, 6, die offen haben. Wirklichkeit ist bis 11 oder so. Ey, einfach nur beeindruckend, Tiger hier. Einfach Auto. Richtig krass.
ist umsonst. Bisschen Retro-Games zu zocken. Ich muss hier weiter nach vorne. Ich abgelegt. Chillig. Wir haben Super Mario Kart auf dem, wie heißt es, Retro-Games? Richtig cool. Die Grafik ist echt bodenlos. Stinesh ist am Gewinn. Wer ist der Gewinner? Platz 1 ist der gute alte Stinesh mit seiner falsch rum Genshin Impact Mütze. Wir spielen Street Fighter 2. Ich spiele Donkey Kong. Da oben steht Street Fighter 2. Es ist aber Donkey Kong. Das macht keinen Sinn. Kann man leider nur alleine spielen. Finish in seinem Element. Das haben wir geschafft. Yay! X Streamish hat einen Rekord. Wir gehen jetzt zu Mario Kart. Das Game und sieht irgendwie cool aus. Mir fällt gerade auf, diese Autos werden ja richtig selber angemalt. Das ist schon eine Kunst, diese ganzen Autos so krass anzumalen. Aber Bällebad wird ohne Hüpfburg. Wir wollten spielen, wir haben gewartet. Gerade fertig die Leute. Jetzt sagen wir ja 16 Uhr Turnier. Hier geht es einfach richtig viel schwerer. Messe irgendwie cooler bei. Mal Bonbons abgestellt. Halle 7, da waren wir noch nicht. Mal schauen, was hier so ist. Wieder raus, hier ist eine Tasche. Diese Halle hier waren wir noch nicht. Ja, die machen aber sonst crazy. Es sind eigentlich nur richtig so 5 Hallen im Betrieb. Alter, mein Handy ist einfach mir fast runtergefallen gerade. Cool, so Lichterdinger, das geht ja auch von Gaming und so. 69 Euro, bisschen hab ich. 15.000, 20.000 Schritte safe gemacht heute. Und hier einfach plötzlich Dance. Nee. Halle 4. Bin ganz schön kaputt. Von den 4 Stunden, die wir jetzt schon fast hier sind, ist schon anstrengend. Hier ist schon wieder ein Tanzwettbewerb. Also laufen jetzt ein bisschen rum. Ich schon ein bisschen mein Akku. Wir haben noch 34% Powerbank ist leer. Ich suche gerade irgendwie Let's Go. Der ist hier irgendwo. Ich weiß aber nicht wo. Neue Halle immer noch komplett voll, aber ich habe Foto mit Let's Go. Chillig, blende ich mich mal ein. Cooler Laden, Digga. Hier ist einfach Mucke. Ja, da ist Let's Go. Chillig. Coole Brille. Hier ist einmal Schulbus mit Essen. Es sind immer voller. Hier sind einfach richtig viele YouTuber. Ich hab so, Leute. Ich glaube, das war's gleich schon. Wir gehen hier irgendwie ab 17 Uhr. Irgendwie voll viele YouTuber kamen jetzt noch. Der Tarabot war hier noch und White Lola. Ja, mein Handy-Akku ist fast leer. Leute, ich hab mal wieder Bonbons und einen Stift. Kannst du in jedem Zug einsetzen. Monster mit 4 Sternen oder weniger kannst du einfach so setzen. Monster mit 5 oder 6 Sternen, davon musst du ein Monster, was du schon gesetzt hast, auf den Friedhof legen. Und mit 7 Sternen oder mehr Sternen musst du 2 Monster auf den Friedhof legen. Wir haben 4000 Lebenspunkte, ich habe hier einen Lebenspunktezähler. Zauberkarte kannst du einfach so setzen. Diese Zauberkarte hat dann zum Beispiel einen Kreuz, ein Spielfeldzauber. Du musst hier hin. Ansonsten hier hin. Wir jetzt Speed-Duell, das bedeutet, wir haben nur 3 Monsterzonen und 3 Zauber- und Fallenzonen. Du ziehst am Anfang 5 Karten und ab dann jede Runde ein, okay? Ich muss jetzt eine Karte von dir aussuchen. Wenn es ein Monster ist, wirst du so, ey, dann wird sie beschwören, also jetzt kommt sie auf den Friedhof. Okay, ist Friedhof, ist das gut? Nein. Bruh. Xtremlish hat natürlich gewonnen. Jetzt noch nicht ganz das Spiel, aber war eigentlich ganz cool. Xtremlish, war noch was? Ja, natürlich. Xtremlish hat jetzt noch so Booster. Ciao, Animecon. Kokomi, was war das für dieses Jahr? Geht's jetzt ja nochmal hin. Also, das Xtremlish. Cheeseburger mit Angebot hier mit Plantago, Ripped Nice Tee. Und noch das Sushi mit David Eis. Bin mal gespannt, wie es schmeckt. Fertig, gut gleich. Leute, Akku ist leer. Hier Gitterkartoffel, Land Nuggets, Burger ohne Gurken und hier das Eis. Wir mal schnell, wie es schmeckt. Schmeckt einfach nach Kaugummi. Aber das schmeckt wieder ehemalige Lochis-Eis. Ja, richtig geil. Heute die Chewy und David einfach richtig lecker. Handy hat nur noch 2%. Ich melde mich nicht mehr. Das war's vom Video. Lasst ein Like und ein Abo da. Die Anime-Con war richtig gut. Auf der Rückfahrt jetzt. Zug fällt aus. Wir müssen jetzt eine Stunde länger warten. War echt schöner Tag mit ihr. X-Mine. Das war ein cooler Vibe. War cool und ciao, ciao. Who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and